Meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, Vorsicht, Lücke und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train 105 der Danish Bitters. Willkommen in Hanau. Wenn Sie bereit sind, können Sie den Zugdienst nach Fulda fortsetzen. Ja, das machen wir und zwar mit dem ICET BR411 von der Deutschen Bahn. Und das ist ein Szenario, ein mitgeliefertes Szenario. Zu diesem Teil und zu dieser Strecke. Das heißt, wir müssen noch ein paar Dinge machen, und zwar die AFB. So, die müssen wir nämlich erstmal auf 40 stellen. Die müssen wir noch kurz die Zugsicherungssysteme einstellen. Und dann sind wir eigentlich die Neigetechnik an. Das müssen wir auch noch eben überprüfen. Ist nämlich nie aus gewesen. Normal, 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 normal. Ja, da sind wir eigentlich fertig und abfahrbereit. So, auf geht's. Wunderschön, wunderschön. So, bin ich mal gespannt, wie sich dieses Szenario darstellt. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, so wie es sich hier liest. So, nach wie vor 40. Das ist dem geschuldet, dass wir hier natürlich ein paar Gleiswechsel zu absolvieren haben und deswegen bleiben wir auch bei 40. Das wird sich jetzt aber gleich geben. So, 60 dürfen wir aber. Ach schön, diese Formsignale, einfach schön. So, das sieht doch wunderschön aus. Jetzt befreien. Bleiben aber nach wie vor erstmal bei 60, beziehungsweise gleich 40.
weil hier wieder mal ein Gleiswechsel stattfindet. So, sind wir jetzt in der LZB oder? Scheint so. Ja, wir sind in der LZB. Das macht die Sache sehr angenehm. Während hier eine BR 114 fährt. So, wieder schon 120. So, so macht das doch viel mehr Spaß. Wunderschön, wunderschön. Bin echt gespannt, was wir gleich zu tun haben. Ich habe das in der Videobeschreibung, auch in der Szenariobeschreibung so ein bisschen gelesen, dass wir wohl einem liegen gebliebenen ICE helfen sollen. Aber genaueres wird das jetzt natürlich auch nicht gesagt. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, was wir gleich zu tun haben. Wunderschön, wunderschön. Erlangen, auf den Namen wurde der getauft. Ihr seht das hier. So, wir fahren tatsächlich 200 mit dem ICET auf der Kinzigtalbahn. Im Szenario jetzt habe ich gleich den Namen vergessen. Vorsicht, Lücke.
nochmal eine BR 114. Wir werden gebremst. Oh ja, das sollten wir auch. Das sollten wir dringend. Hallo, wir haben einen Anruf von einem anderen ICE-Zug erhalten, der auf den Gleisen liegen geblieben ist. Da Sie der nächstgelegene Zug sind, helfen Sie dem Personal vor Ort bei der Evakuierung der Fahrgäste in Ihren Zug. Okay. Das machen wir natürlich. So, jetzt können wir aber noch 12 Kilometer fahren. Tun wir das natürlich. Ist aber erstmal irgendwie rot hier. Das ist ja nun mal so. So, jetzt werden wir doch ECB gebremst. So, dann schauen wir mal, was das Problem ist. Ach, wir dürfen wieder. Bis zum nächsten Roten. So, 160 dann auf jeden Fall. Das rote Signal hat sich ja erledigt. Noch 8 Kilometer bis zum Ort, wo wir anhalten sollen. Wo anscheinend dann auch der liegen gebliebene ICE auf uns wartet, dessen Fahrgäste wir aufnehmen sollen. Jetzt haben wir erstmal wieder rot.
Ich weiß nicht, ich traue der LZB hier nicht so, ob die das wirklich 100% registriert mit dem roten Signal, weil wir werden irgendwie immer schneller, bevor wir ein rotes Signal in unmittelbarer Nähe haben. Das macht mir ein bisschen Angst. Müssen eh auf 130 runter. So, 130, 140, 160. Zeigt die LZB wieder 0 an, ich sehe aber noch kein rotes Signal. So, wir müssen eh gleich anhalten. Das heißt, wir können ruhig schon mal anfangen zu bremsen. Ja, können wir auch. Da steht der ICE, der liegen geblieben ist. So, wir sollen wohl so ziemlich auf gleicher Höhe anhalten. Nicht ganz, aber einigermaßen zumindest. Na, 12 Meter sind doch ein bisschen zu weit weg. Okay, ach nee, nicht wegen 4 Meter, Leute. Ey, wisst ihr, manchmal. Sie müssen beim Anhalten sehr genau sein, damit das Bodenpersonal eine Brücke zwischen den beiden Zügen einbauen kann. Okay. Dann wollen wir mal schauen wieder, wie wir das jetzt hinbekommen. Angezeigt. 14 Meter. Ach du Schande, ne.
Ach, das ist wieder so eine Sache, wisst ihr? Das ist. Leute, 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 Leute. Ach Gott, ich wusste, das ist wieder. Stück noch. Wenn Sie mit der Ausrichtung der Türen zufrieden sind, gehen Sie hinüber und machen Sie sich bereit, die Tür zu öffnen. Gut, dann versuchen wir das mal. Ziehen die Bremse mal ein wenig an hier, damit der Zug nicht wegrollt. Das wäre jetzt eher sehr schlecht. Können wir mal ganz kurz hier ein Foto machen. Das sieht doch sehr, sehr schick aus. Einmal im Fotomodus. Das sieht doch richtig schön aus, oder? Was meint ihr? Das sieht doch richtig schön aus, finde ich. Ach, geil. Das sieht doch richtig schön aus. So, dann versuchen wir mal unser Glück. Könnt das Ganze ja mal speichern. Genau. Dann gehen wir mal zur Tür. Gucken, ob das funktioniert. So. Öffnen Sie die linken Türen. Warten Sie bitte, bis weitere Fahrgäste Sie überqueren. Gut, dann warten wir mal. Schließen Sie die linken Türen. Setzen Sie sich wieder in den Lokführersitz. Gut, das tun wir. So, und jetzt haben wir 45 Kilometer bis Fulda. Tja, dann würde ich sagen, auf geht's. So, Kollegen, ihr werdet dann wohl abgeschleppt. Würde mal sagen, von der BR218 würde ich jetzt einfach mal tippen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel, viel Geduld. So, wir sind ja noch in der LZB, ne? Soweit ich das sehen kann. Das heißt,
können die AFB auch schließen. Das hat auch schließen. An alle zugestiegenen Fahrgäste aus dem evakuierten ICE ein herzliches Willkommen im ICE 514 auf der Fahrt von Frankfurt über Fulda und Würzburg nach München Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Wunderschön, wunderschön. Also es sind richtig interessante Szenarien, finde ich. Also machen richtig Spaß. Dass man da wirklich unterwegs Dinge erledigen muss und nicht bloß von A nach B fährt. Also haben sie sich wirklich sehr schöne Geschichten einfallen lassen, muss ich wirklich sagen. Also richtig tolle Szenarien. Ich bin auf die anderen gespannt, die da noch offen sind. Auf dieser Strecke zum Beispiel Zien, Käsetreff, ich glaube Herzfrequenz ist da noch offen mit dem Flixtrain. Genau. Verspätungen erwarten oder erwartete Verspätung heißt das, glaube ich, ist da noch offen. Also es sind einige noch offen, die ich mit euch nach und nach abfahre, beziehungsweise abfrühstücke und dann bin ich echt gespannt, was uns da erwarten wird. So, wir haben jetzt noch gute 37 Kilometer bis Fulda. Richtig schönes, launiges Szenario, muss man wirklich sagen. Wunderschön, wunderschön.
So, ich will natürlich hier mit 140 fahren, weil die Kurven doch etwas zu eng sind. Wunderschön, wunderschön, ach göttlich. Ich liebe diese Neigetechnik. Ich liebe sie einfach. So. Nur 20. Boah. Stehen ja fast senkrecht. Wunderschön, wunderschön. Rot. Nö, nix von Rot. Kein rotes Signal in Sichtweite. Diese Neigetechnik ist wirklich einmalig. Das sieht so geil aus.
So. Sorry, dass ich gerade ein bisschen still bin. Ich lese gerade was. Bin aber sofort wieder für euch da. So, Siefer sollte ich mal drücken. Dann sind es jetzt noch 20 Kilometer. Alter Schwede. Wunderschön. So, dann fahren wir hier mit 150 km/h Richtung Fulda. Wie gesagt, das wäre jetzt natürlich sehr, sehr schön, wenn es jetzt die Anbindung weitergäbe bis Würzburg, Kassel, München, also Kassel natürlich dann an entgegengesetzte Richtung und Fulda dann Richtung Würzburg, München, wenn es das jetzt gäbe. Aber leider ist das noch nicht so weit, sodass für uns auf jeden Fall in Fulda Schluss ist. Hier gibt es zwar so ein paar Abzweigungen. Hier auch. Das ist der Frankfurter Hauptbahnhof. Genau. Da geht es dann auch weiter Richtung Aschaffenburg und so weiter. Aber wir sind natürlich hier oben Richtung Fulda unterwegs. Wo es dann hier wahrscheinlich Richtung Kassel geht, würde ich jetzt mal tippen. Und hier Richtung Würzburg. Tippe ich jetzt einfach mal. Ich kann mich natürlich auch vertun, aber ist natürlich schade, dass er das nicht anzeigt. AP0 ist klar. AP0. Ja. Das wäre jetzt natürlich noch wirklich eine geile Sache, wenn da irgendwann mal die Anbindung kommt, die Erweiterung kommt Richtung Würzburg, Richtung Kassel. Wenn man die beiden Strecken praktisch miteinander verbinden würde, Kassel-Würzburg und Frankfurt-Fulda. Wenn das technisch überhaupt möglich ist, ich weiß es gar nicht. Aber das wäre natürlich schon geil. Das wäre richtig geil, muss man wirklich sagen. So, weiter geht's. Kleine Unterbrechung.
So, es sind jetzt noch genau, oh, 9,6 Kilometer. Das geht ja. Dann sind wir ja gleich durch. Dann bin ich mal gespannt, wie wir das Szenario abgeschlossen haben. In der Auswertung, ob wir da wirklich dann Diamant erhalten oder nur Gold oder so. Aber eigentlich haben wir ja alles soweit gemacht, wie wir es machen sollten. Von daher dürfte da eigentlich nichts anbrennen. Wunderbar, wunderschön. So, was zeigt die LZB an? 130. Was zeigt das HUD an? Die 200 sind ja wohl zu vernachlässigen, würde ich jetzt mal tippen. Mich würde jetzt interessieren, ob wir LZB anhalten oder ob wir die aus der LZB geworfen werden, hätte ich fast gesagt. Tatsächlich die LZB 100 an. So, die angesprochenen 100. Aber wir werden LZB-mäßig schon weiter runtergebremst auf unter 85. Oder wahrscheinlich noch weiter runter. Noch weiter runter. Jetzt echt die Frage, ob die LZB uns auch hier komplett auf Null bremst am Bahnsteig oder ob wir das übernehmen müssen. Bin ich jetzt echt gespannt, ob das funktioniert. So wie in Kassel-Würzburg.
Fulda auf jeden Fall erreicht. Das ist die große Frage, bremst er uns? Ich glaube es beinahe nicht. Ich glaube es nicht. Dann helfen wir mal ein bisschen mit hier, würde ich sagen. So, Türen entriegeln, das machen wir natürlich. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir hier abgeschnitten haben. Danke für Ihre Hilfe heute. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Oh, 390 Punkte Geschwindigkeitsüberschreitung abgezogen bekommen, aber trotzdem haben wir Diamant erhalten. Das ist doch die Hauptsache. Das war das Szenario Vorsicht, Lücke. In der Szenario-Beschreibung stand, dass wir ungefähr 45 Minuten brauchen. Wir haben hier und da ein bisschen Zeit verloren. Zum Beispiel bei der Ausrichtung des ICEs neben dem anderen, da haben wir ja ein bisschen Zeit verloren, sodass das hier ungefähr ganz gut hinkommt mit den 46 Minuten 42 Sekunden. Ja, das war das Szenario. Vorsicht, Lücke. Nächstes Szenario wäre jetzt tatsächlich das Szenario ziehen, was wir auf jeden Fall noch in Angriff nehmen werden in einem der nächsten Videos. Es sind jetzt noch ein paar Szenarien offen auf der Strecke, die wir auf jeden Fall noch abschließen werden. Das auf jeden Fall. Als da wären Hanau, Herzfrequenzsteigerung, erwartete Verspätungen. Der Testzug ist noch offen, der geht eine ganze Stunde. Ziehen haben wir jetzt gerade gesehen, würde als nächstes kommen. Dann haben wir die Frankfurter Fähre noch offen und den Käsetreffer. Also 1, 2, 3, 4... 5, 6 Szenarien noch offen und 1, 2, 3, 4, 5 haben wir abgeschlossen. Ne, 4. 1, 2, 3, 4. Und 6 sind noch offen, das heißt 10 Szenarien sind es insgesamt. Ja, ihr könnt euch ja mal in den Kommentaren ausdrücken, welches Szenario ihr als nächstes gerne sehen würdet von den 6, die noch offen sind. Dementsprechend werde ich dann auch handeln. Das sind noch 2 mit dem Flixchain. Das ist eins mit der roten Vectron. Dann haben wir hier eins mit der BR-114. Hier haben wir auch eins mit der 146 und dem Doster Steuerwagen. Und hier noch ein mit der BR-193 Vectron und dem Dosto Steuerwagen. Also wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedini Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.